So, da sind wir wieder. Und jetzt öffnen wir endlich diese Box. Und gucken, was drin ist. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Unbekannt. Dann gehen wir doch gleich mal ganz zum Anfang. Nachrichten von ich. Von ich an unbekannt. So quasi. Es heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. So. Grenzen werden überschritten. Wie reden wir? Ich rufe heute Abend an. Warte mal. Na. 15 Uhr. Okay, 10 Minuten später. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun? Ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du das. Ich habe mit deinem Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Hä, was? Tu ihr nicht weh. Entspann dich, mein bester Mann kümmert sich darum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr besser Manieren bei. Das ist der Damon Merrick? Nichts? Ich schätze, du willst das nicht mehr erledigt haben. Hä? James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Dafür willst du büßen, oder wo ist Sarah? Wo ist Sarah? Jetzt benutzen wir also Namen. Entspann dich. Es ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder dein kleines Problem wird zu einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert oder nicht? Shit. What do I say? Du zuerst hab ich. Einfach mal, ich hab's. Ich weiß, dir ist das alles neu, aber so funktioniert's. Du zeigst mir den Beweis und ich gebe, was du willst. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Was für ein Beweis. Vermutlich am Computer. Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Hä, hast du das nicht schon gesagt? Ja. Also das ist wohl kein Beweis. Was für ein Beweis, hä? Komm ich gerade nicht mit? Okay, also der Beweis ist... Ach, der Beweis vielleicht. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Did Damon really shoot someone? Guess I shouldn't be surprised. Also die Handschuhe da, die hat er ja da liegen lassen, ne? If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Was ist das noch? Could this be the evidence? Damon and Knives seem like a solid bet. Die Frage ist halt, was er für einen Beweis haben möchte. Also,
Über die Handschuhe habe ich was gelesen. Ich glaube auch über die anderen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, die Handschuhe. Wir können sie einfach mal probieren. Ich würde sagen, die Handschuhe, weil die waren auf jeden Fall, die habe ich gelesen. Hundertprozentig. Was? Das ist ein Beweis, oder? Ja, und jetzt zerstörst du das Zeug, verdammt nochmal. Warum bist du so schlecht darin? Ich mache mich sofort an die Arbeit. Ich warte, was das? Ja, genau. If I can figure out how do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Na, hoffentlich haben die keinen Rauchmelder. Better not touch that again. Ich dachte schon, das wäre jetzt ein Rauchmelder. Du hast dich drum gekümmert. Gut. Also, da du schon Beweise zerstörst, kannst du mir auch sagen, welcher von meinen Leuten der Spitzel ist. Was? Welcher von... Keine Ahnung. Niemand. Schluss jetzt. Schluss jetzt. Wo ist sie? Keine Spielchen mehr. Sorry, Chef, aber du wirst tun, was ich dir sage. Sag mir, wer es ist. Oder willst du dich lieber selbst um dein Problem... Oh, was ein Arsch, ey. Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Arcadia Bay's least wanted. Kann ich schon irgendjemanden beschuldigen? Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Sheldon Thunder Verkäufer. I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. This guy let me into the mill. Cool dude. Der war eigentlich echt nicht gemein. Wäre jetzt irgendwie lustig, wenn der jetzt der Spitzel wäre und wir den dann beschuldigen müssten, so das. Weil der ja eigentlich so nett zu uns war und bla bla bla. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Na gut, bei dem. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Also Frank zu beschuldigen wäre schon sehr... Ja. Das hätte wahrscheinlich schon heftige Folgen, glaube ich. Gucken wir mal Okay, hier. there's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Können wir es ja doch noch lesen. Verdächtigenprofil. Name des Verdächtigen Francis Bauer. Bekannte Alternativnamen. Okay. Was ist alles nicht wichtig? Narben und Tattoos unbekannt. Okay. Details inhaftiert von der Polizeibehörde Arcadia Bay. 23.05.2006 bis 25.05. Also 2 Tage. Verdacht auf Drogenhandel und Herumlungern. Anklagepunkte wegen Drogenhandel fallen gelassen aufgrund mangelnder Beweise. Oh. Aber der ist es immerhin schon mal nicht. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment.
Der Freak von der Milde, wo angefangen hatte, die Schlägerei da mit uns. Der Typ. Oliver Rutherford. Bewährungshilfe. Ach so. Aha. Wurden Sie innerhalb des letzten Monates verhaftet? Ja, nein. Falls ja, führen Sie ein Datum. Okay. Warte, was? Sehr kooperativ, keinen Termin verpasst. Also der könnte es sein, oder wie? Soll ich das jetzt genau I verstehen? agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Also der auch. Illegaler Verkauf gestohlener Waren. Das ist wer? Gerald Scott. Der da war der komische von der Mill, also der Sheldon, oder? Da ist der Verkäufer Thunder Sheldon Frank. Also der da eigentlich dann, oder? Also ich denke, das war jetzt nicht allzu fatal, den zu nennen. Aber keine Ahnung. Scheiße, echt, ich kenne den Kerl kaum. Also der Informant ist Sheldon Pike. Und jetzt wird er sich wünschen, wir wären uns nie begegnet. Gut gemacht. Wenn sie sich eh kaum kennen, dann ist es relativ egal. Dann bleibt nur noch die Übergabe. Zeig mir, dass du mein Geld hast. Und ich sag dir, wo wir uns treffen. Na toll. Payment? Den exakten Betrag, den deine Bullen mir gestohlen haben. Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Das Geld. Vermutlich in einem Safe. Hä? Sägemehl? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Oha. Das war davor aber noch nicht da, glaube ich. Ah. Holy shit. Ist alles ein sehr gefährliches Spiel, was wir hier treiben. Okay, gut gemacht. Und hier ist dein Mädel, bereit zum Abgang. Fuck, that's Sarah. Oh no. And she's at the mill. What is he doing to her? Was zum Teufel auch? Das ist irgendwie alles so. Hä? Bring mir das Paket und wir können den Job beenden. Kalte Füße wie, dir ist alles echt neu. Wie wär's damit? Ich leg dir ihre Leiche vor die Tür. Bring mir das Geld, dann können wir reden. Ach, Mann. Shit. Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. I need to get there fast. Chloe? Uh-oh. Elliot? Hey. Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here?
Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Sollen wir ihn jetzt einweihen oder? Mann. Ich dachte, wir könnten ihn raushalten, aber nein, er muss uns folgen. Muss immer kompliziert sein. Wir können es ihm jetzt sagen. Oder wir können es ihm weiterhin verschweigen. Ich würde ihn immer noch gerne raushalten, aber ich habe irgendwie Angst, dass er sonst was Blödes macht dann. I can't talk much about it. It has to do with Rachel's mother. Her real mother. And that explains you breaking into the DA's home and having this? Believe it or not, yes. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad for- The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. I took the fall because I wanted to. Rachel tried to protect me. Yet somehow, it all worked out for her in the end, as usual. You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? She let you make a fool out of yourself. God, look, I'm sorry I ditched you for the play, but- This isn't about that. Seriously, man. You need to shut the fuck up before- I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot, I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout, hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened. Dude, you know you sound a little stalkerish right now. Stalking is defined as repeated unwanted interactions. How long have my interactions been unwanted? Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now, for once. Der ist gerade irgendwie ein bisschen heftig aufdringlich, oder? Eigentlich müssen wir mal versuchen, ihn zu beruhigen, weil sonst wird er noch handgreiflich, oder? Oder wir gehen an ihm vorbei. Look, I'm sorry, but I really need to go. Ich wusste es.
Why did you make me do that? Can't you just listen to me? Ihn beruhigen oder nach Hilfe rufen? Scheiße. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. Um Widerworte zu gewinnen, musst du deinen Gegenüber genau zuhören und deine Antworten dementsprechend wählen. What's really going on here? You can tell me. You mean here? Specifically? Like, the Amber House? I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. You're right, Elliot. I didn't want to admit it before, but it's true. My life is at great risk. Thank you, Chloe. All I want is to help you. I'm glad you can finally see that. You're right. This whole thing has been a cry for help. Help me. Help me now. Hey, it's okay. I'm not going anywhere. I just need things to hurry up and get here. Now. You're acting strange. What's going on? What? Nothing. What are you? Ugh, you bitch! Scheiße. Can't you see? I just want to help you! You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? This is what I'm talking about. No, you idiot. What the fuck? Better run, dickbag. Cops will be here any minute.